Es gehen Nachrichten durchs Land, dass in Hessen vor allem, aber auch in anderen Teilen der Bundesrepublik evangelische Christenkirchenmitglieder ihre Kirche verlassen wegen der Ereignisse rund um den Bischofswohnsitz in Limburg, wegen der Geldverschwendung. Beenden evangelische Christen ihre Kirchenmitgliedschaft und sagen, mit meinen Kirchensteuern möchte ich sowas nicht unterstützen. Da gilt es einfach nochmal drei Dinge festzuhalten. Evangelische Kirchensteuer ist ein Beitrag, der vom Staat eingezogen ist, ein Mitgliedsbeitrag, den kann man natürlich beenden. Man sollte sich aber als evangelischer Christ das noch einmal genau überlegen, weil es in der Tat Unterschiede gibt im Umgang mit Mitteln. In der evangelischen Kirche hat es einen synodalen Ansatzpunkt zum Umgang mit Geld. Die Synoden, die Parlamente der Landeskirchen entscheiden über die Verwendung von Mitteln. Die Kirchenleitung kann nicht einfach frei Haus entscheiden, welche Badewanne und welcher Stuhl irgendwo steht, sondern das geht alles durch viele Gremien. Das ist manchmal grau und anstrengend, aber das ist wie in Landes- und Regional- und Lokalparlamenten der Kommunen und der Bundesländer ebenso. Aber es gibt nichts Besseres als eine Art von Check und Balances, von Gegenkontrolle. Das sollten die evangelischen Christen wissen, dass im Umgang mit Geld in der evangelischen Kirche viel Transparenz und viel Kontrolle durch die Bürgerinnen und Bürger, durch die Kirchenmitglieder via Synoden läuft. Es gibt einen kabarettistischen Satz im Protestantismus. Reformation ist Doppelpunkt. Wir haben die römische Monarchie, auch die Bischöfe sind Monarchen, durch die öffentliche Glaubensverwaltung ersetzt. Das ist satirisch, aber der Kern ist wahr und er hat mit Luthers Idee des Priestertums aller Glaubenden zu tun. Nach evangelischem Verständnis sind alle Kirchenmitglieder Priester und reden mit über alle Fragen. Im Gegensatz zu einem katholischen Verständnis, wo Priester Gesalbte sind und Bischöfe, die Nachfolger der Apostel, besonders Gesalbte. Man kann natürlich trotzdem aus der evangelischen Kirche ausreden, aber man sollte sich es genau überlegen und man sollte sich tatsächlich das Kleingedruckte anschauen. Das ist mein Rat. Ich zahle gerne für diese Kirche, weil ich das Gefühl habe, die gehen anständig mit den Mitteln um.